Juhu, da sind wir wieder zurück zu World of Warcraft Classic. Nicht wundern, heute ist mal ohne Cam. Irgendwie, ich bin die gerade wieder. Diesmal ist aber nicht dasselbe Problem wie beim letzten Mal. Diesmal will sie sich einfach irgendwie bei OBS deaktivieren, seit dem letzten Update. Ja, da es jetzt aber schon spät abends ist, also 2017, habe ich da jetzt auch keine Lust, großartig dann rumzufummeln. Ich glaube, ich müsste es halt einfach, also einfach noch das Stream Elements Update machen, aber ja, da hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Deswegen verzeiht es mir. Ich hoffe, es ist nicht ganz so wild, dass es heute dann halt mal ohne Cam ist. Hab da jetzt die nächsten paar Tage keine. Aber ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich Bock auf WoW habe. Wir sind im. Also, meine letzten Aufnahmesession ja nach Westphal gekommen. Und im letzten Part haben wir uns ein bisschen hier bei den Kürbishöfen bereit gemacht. Und ja. Haben wir noch so ein paar Quests. Gut, Horror können wir eh erstmal noch nicht machen. Mondfest, ja gut. Gut, Erntebehüter hatten wir jetzt schon so ein bisschen gemacht. Rote Kopftücher haben wir bald. Also was ist bald? Hafer fehlt uns auch noch. Genoetatze. Die Okraschote fehlen uns noch. Dafür brauchen wir aber die Erntebehüter. Geiferzahn, Lebern. Ja. Die wollen irgendwie nicht droppen. Und Feinsteller und Schmuggler brauchen wir noch. Und das, was die Taschenuhr, die ist da in diesem Haus drin. Das kann alles ein bisschen dauern heute. Ich habe auf jeden Fall vor, ein bisschen was zu machen. Ich weiß noch nicht, wie viel wir schaffen. Aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen das hinkriegen. Ich habe kein Ziel. Einmal. Zweimal. Nee, nur irgendein Getränk. Nee. Jo. Ja, ich bin jetzt auch gerade dabei. Also ich hätte mir ja zwei Bücher vom WoW-Universum quasi bestellt gehabt schon. Krieg der Ahnen Band 1 und 2. Bei Band 1 bin ich gerade dabei zu lesen. Was ich auch sehr, sehr interessant finde. Und bin auch gespannt. Wahrscheinlich lese ich nachher, wenn ich im Bett liege, noch ein bisschen weiter. Aber mal gucken. Jo. Okay, das ist die Okraschote. Weil das würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Das könnte vielleicht etwas Geld bringen. Ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal um die Erntebehüter. Die etwa sehr stark sind. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wobei wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Wenn. Danke. Wenn es nicht immer daneben gehen würde. So. Also, wir haben von allem etwas zu tun. Ich muss aber sagen, tatsächlich in dem Buch, was ich ja jetzt gerade lese, mir kommen ohne Scheiß einige Namen echt bekannt vor. Und da bin ich sogar ganz dankbar drüber.
Weil dann erfahre ich tatsächlich mal was über die. Und ich muss auch sagen, ich habe aus dem Buch, was ich gerade so lese, schon so den ein oder anderen Lieblingscharakter so langsam. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, drei Namen, drei oder vier Namen sind es, die ich der schon ganz gut rausgefiltert habe, die ich so schon mal gehört habe. Bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Also, es ist nicht schlecht. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob ich die Story halt höre oder mir halt erklären lasse. Oder ob ich halt wie jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte das gerne alles selbst herausfinden. Ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich möchte es auch tatsächlich lieber für mich herausfinden, wie das alles hier funktioniert, wer wer ist und so weiter und so fort. Okay. Wir haben zum Glück auch. Handgelenk. Das ist sogar ganz gut. Sogar in grün. Boss-Zauberschaden plus 1. Das ist sogar sehr, sehr gut. Scheiße, jetzt hat sie mich selber in einer Falle. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Einsteller. Guck hier auch immer noch so ein bisschen. Irgendwo Viecher sind, die man kennt. Das ist einer, das sind zwei. Okay, die schaffe ich definitiv noch nicht. Nee, die schaffe ich halt auch noch nicht. Kümmere ich mich erstmal um die Erntebehüter. Komm schon, hör doch mal auf zu widerstehen. Das müssen wir unbedingt. Oh Gott. Hochleveln. Unbedingt. Weil das kann sonst ganz, ganz böse enden. Ja, drei. Bin mal gespannt, wie viele Talentpunkte wir gleich kriegen. Wir haben ja gleich wieder ein Level Up. Dann mal gucken. So. Okay. Raschoten habe ich immer nur noch nur eine.
Das ist Hopfen, was ich da die ganze Zeit kriege. Ich denke mir so, okay, ich habe jetzt doch so, schon so viele Kräuter gefunden. Das Ding ist Stufe 14. Das lädt immer noch auf. Ich habe auch die Hoffnung, da ist noch ein Sarkafer. Dass ich hier auf dem Feld noch ein bisschen was an Hafer finde. Und ich glaube, wir brauchen nur einen Gegner, dann haben wir es. Ich will halt auch eigentlich erst den Auftraggebern zurück, wenn ich alles habe. So alles, was ich jetzt so für den Anfang kriegen kann. Oh, etwas Distanz gewinnen. Das lädt immer noch auf. 8 von 20 Okraschote. Ich würde halt auch gerne zumindest eine weitere Tasche kaufen. Weil eigentlich, desto, wenn wir noch eine weitere Tasche hätten, könnten wir mehr Zeug mitnehmen, was wir dann halt mehr verkaufen könnten. Wodurch wir dann halt mehr verkaufen könnten, rein theoretisch. Wenn mein Plan so aufgeht, wie ich ihn mir vorstelle. Ich bin außer Reichweite. Wie gesagt, manches kriege ich einfach noch nicht hin, wie zum Beispiel das mit der Taschenuhr. Würde ich halt zum Beispiel machen, wenn ich Stufe 14 vielleicht bin. 3 von 3. Okay, wir haben nur einen Punkt. Um 2%, das mache ich einmal. Bringt die Chance, dass dein Gegner. Ja, und dann um 4%. Ich meine, 2% sind schon mal mehr als gar nichts. Weil die Gegner dadurch schon weniger widerstehen, wäre das schon gut. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann mit Kupferbolzen, ja gut, kann ich leider nicht mitnehmen. Weiter nach Stormwind. Das ist jetzt halt einfach. Das ist jetzt auch ein Gelb. Hogger ist immer noch gelb. Da würde ich das erst machen, wenn es grün ist. Dück. Okay, das kann ich jetzt auch alles eigentlich mit Leichtigkeit machen. Ich muss näher ran. Wir haben quasi eigentlich schon im Wald von Elwyn gut was abgearbeitet, finde ich. Und da, wodurch ist das hier jetzt gerade etwas einfacher gemacht wird. Ich glaube, bisher ist er. Oder haben wir noch nicht einmal widerstanden, ne? Ich kann nicht mehr tragen. Oh, das ist blöd. Ich würde gerne einmal was verkaufen gehen. Fleischreißer. Lederkopftücher. Dafür müsste ich halt da hinten erstmal wieder zurück. Schoten habe ich auf jeden Fall erstmal.
5 von 15. Will ich mindestens 14 sein. Mindestens. Das wird eine der Aufgaben sein, die ich noch nicht mache. Es sei denn, wir erreichen 14 jetzt halt noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also geplant für heute sind tatsächlich so 5 bis 6 Parts. Ich weiß, es ist dann quasi strammes Programm. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir es hin. Müssen wir morgen früh aufstehen. Aber das schaffen wir, hoffe ich. So, Hafer brauchen wir noch 2. Den Viechern brauchen wir auch noch recht viel. Angeschacht. Da sind noch Gnolls. Ich muss näher ran. Weiß gar nicht, ab wann konnte man? Ab 15 oder ab 17 konnte man neue Ausrüstung erwerben, ne? Ich glaube, ab 17 war's. Das ist zu weit entfernt. Müssen wir mal schauen. Wäre noch 4 Level. Kann ich noch nicht wirken. Versprenkelte Gnolls. Ich finde, dass man eigentlich auch gar nicht mal so schlecht levelt. Tatsächlich in meinem Gebiet ist einfach mal so gar keiner. Oh, wir haben eine Gnolltatze. Okay. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Jo, dann einmal nochmal auffüllen. Knurrtatzen, wie viel haben wir denn davon jetzt? Zwei von 8. 2 von 8 ist halt einfach noch gar nichts. Können Sie mal einer von euch bewegen? Das lädt immer noch auf. 3 von 8. Wir kommen voran. Ich drücke gerade einfach auch nur durchgehend 2. Vielleicht 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ich brauche ein Ziel. Okay.
Als nächstes werde ich mir auf jeden Fall so einen Beutel holen. Auch wenn es vielleicht doof sein mag. Dann müssen wir halt Geld farmen. Aber da können wir halt auch mal mitnehmen, ne? Haben wir halt auch mehr Platz. Verdammt viele Gnolls. Okay. Ah, da sind Banditen. Hier sind die komischen D4-Typen. Ja, Fallensteller und alles. Wir kriegen die dann also her. Leider Intus Ghoul. Ach du grüne Neune. Hier leider auch kein Hafer. Ich bin außer Reichweite. Das war leicht doof. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, okay. Das ist voll. Ja, wir müssen unbedingt was verkaufen. Komm schon. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, 10 von 15. Also wir müssen wirklich gleich einmal kurz. Ich muss näher ran. Einmal kurz zurück. Und das Inventar einmal leeren. Nehme jetzt hier die drei noch mit. War übrigens gerade dumm, was ich gemacht habe. Kann ich noch nicht wirken. Thank you.
Wo müsste ich eigentlich hin? In welche Richtung? Wo bin die da? Ja. Okay, dann gehen wir erstmal kurz in die Richtung zurück. Das sind nur Ernte-Golems. Erntebehüter. Ich sehe hier noch nicht mal so ein Säckchen. Doch, da ist einer. Ein Säckchen Hafer. Aber die Erfahrung steigt. Also auch verdammt schnell, finde ich. Noch. Würde sich ja auch bald ändern. So, ein Hafer fehlt noch. Werde ich hier jetzt so nicht finden. Egal, verkaufen wir jetzt erstmal. Und dann kämpfen wir uns gleich wieder durch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei der Tuse da hinten. Ich glaube, man konnte auch auf der anderen Seite verkaufen. Ich wüsste nur gern einmal, wie teuer die Beutel sind. Ich glaube, der eine war 25. Okay, Beutel konnte man hier nicht kriegen. Voll Hafer, Eberrippchen, Geifferzahn, Schnauze brauche ich, Okrafoko brauche ich, Bomber, Murlockaugen brauchen wir, dann ruhig weg. Kann auch weg. Und dann haben wir 24. Wird eng. Wird sehr, sehr eng. Noch ein Beutelchen. Kommt näher. Falls man das überhaupt kriegen kann. Mögen die Reisen sicher sein. Braucht ihr Hilfe? Nee, kann man noch nicht mal hier kriegen. Ich kaufe und handle. Gar nicht mal so schlecht. Huch. Ich gehe in Flammen. So, hier könnten wir jetzt halt hin, um nach Sturmwind zu kommen. Aber wir wollen ja erst einmal ein paar Quests fertig machen. Lore ist das nicht besonders viel, was wir haben.
gibst mir nicht das, was ich haben will. Das lädt immer noch auf. Nein. Mal gucken, wo wir diese Geifer-Dinger daher kriegen. Vielleicht brauchen wir aber auch nicht die Jungen. Huch. Vielleicht brauchen wir auch die Erwachsenen. Ne, ich würde jetzt erstmal kurz zu den Erntebehütern gehen. Die sind direkt hier vorne. Vielleicht finden wir da auch noch eine Handvoll Hafer. Du bist ein Ente-Golem. Das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Pupion! Okay. Kommt das immer da wieder mit rein? Etwas zurücklaufen. Ich ihm Platz und Zeit gewinnen. Tropfen. Achso, ich brauche erstmal. Erstmal brauche ich Mana. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier noch irgendwo Hopfen finde. Also Inventarplatz frei kriegen. Oh Gott, ey. Hilfswort. Da hinten ist jemand. Ich finde es immer so interessant, wenn man mal andere Spieler trifft. Ich bin außer Reichweite. Es ist immer irgendwie so was Besonderes. Also ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen vom Release von WoW Classic und dann dachte ich mir auch nur so, okay, das wäre mir dann schon wieder zu voll gewesen. Oh, okay, hat gar nicht funktioniert. Ich renne erstmal wie so eine Olle weg. Was habe ich denn da jetzt so alles bekommen? Kupferrohr! Naja, gut, aber wir machen so unglaublich viel Geld, finde ich. Also, das ist unglaublich viel. Wir machen viel Geld. Jo. Ich würde aber sagen, ich beende hier einmal kurz den Part. Ich weiß, wir haben nicht viel gemacht, außer auf irgendwelche Wurzelchen einzudreschen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Ciao.